Hallo und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Ja, wir gehen jetzt in die nächste Welt. Erstmal in den Vorraum. Da geben wir erstmal den Typen da oben wieder seinen Zoll. Ja, komm, nimm. Und verschwinde. Ja. Ich muss mal eben ein bisschen leiser auf meinen Ohren machen. Das war nämlich ein bisschen sehr laut. So. Jetzt nehmen wir erstmal Diddy Kong. Der hätte hier so ein schönes Bild drauf. Ja. Damit machen wir die Dinger hier erstmal rein. Ich weiß gar nicht mehr, was das gebracht hat. Ah, okay. Ja, schön. So. Komme ich aber gar nicht rein, ne? Hey. Ja. Nee. Sag mal, du. Wie kommen wir denn da rein? Nee. Ja, gut. Das verschieben wir dann noch später. So. Jetzt mal wieder Donkey. Gehen das mal rein in die gute alte Welt, neue Welt, alte Welt. Arena. Tja, das ist unsere nächste Welt. Ja, ich bin mal wieder so ein richtiger Profi. Oh. In den Treibsand darf man nicht hinein. So, hier kann ich doch. Moment, umgekehrt Strom. Na, sieh mal einer. Ja. Können wir noch nicht benutzen, das müssen wir uns noch holen. So. Wer ist das denn? Hör zu, in den Wolken liegt der Schlüssel. Aha. In den Wolken. Das kennen wir doch noch nicht. Ja. Ja, nee, ist klar. So. Fängt ja wieder richtig gut an. Candy's Musikladen. Ah.
Hi Donkey, bleib locker. Ich hab ein paar ganz heiße Tipps für dich auf Lager. Für eine Handvoll alter Münzen kannst du ein heißes Musikinstrument und ein paar extra Melonen haben. Mach schon, für nur 3 Münzen bringe ich dir die Tonleiter bei. Und gebe dir eine extra Melone gratis. Wie wär's damit? Ja, sicher. Boom Bongo. Yeah. Komm näher, Donkey. Ich zeige dir, wie man mit dem Instrument umgeht. Bla bla bla. Das wissen wir ja schon. So, mehr kann sie nicht sagen. Damit haben wir dieses tolle Instrument jetzt. Ich mach's nochmal so, ne? Ja. Tötet alle Gegner in einen gewissen Umkreis. Ja, da hinten sehe ich Didis Bananen. Nehmen wir den doch auch gleich mal. So, die 2. Ups. Upsi, es tut mir leid. So. Ach, warte mal. 14. Wir holen auch erstmal sein Instrument, nachdem wir diesen Ballon hier... Oh, getroffen haben. So, denn wie ich finde, ist nur meine persönliche Meinung, hat Diddy Kong das beste Instrument. So, das brauchen wir nicht nochmal anhören. Er nimmt das natürlich. Jawohl, fetzige Gitarre. Die alte Candy, du. So. Dann hat er auch schon mal das Instrument. Ja, wir trampeln weiter. Und zwar wollen wir hier rein, würde ich sagen. Versuchen wir doch einfach mal. Genau. Ja, falls ich mich in verschiedenen Folgen anders anhöre, dann liegt das daran, dass ich ständig mal ein Mikrofon umstelle. Oh, wen haben wir denn da? Sorry, Jungs. Sie haben mich auch erwischt. Kein Ding. Ich spiele erstmal mit meiner fetzigen Gitarre. Damit sind nämlich die Nervensägen erstmal hier aus dem Spiel. So, was muss ich denn hier machen? Da, ist doch mein Gesicht drauf. Also auch mein echtes, ne? Zack, ich sehe nämlich aus wie Diddy Kong. Zumindest so ähnlich. Nein, aber was ich sagen wollte, falls ich in verschiedenen Aufnahmen halt auch verschieden klinge, dann liegt das daran, dass ich ständig hier was umstelle. Ich bin ja noch nicht so der Profi, ne? Ja, die muss ich ja schon mitnehmen hier. Ich glaube, das geht auch so, ne? Nee, nicht. Da stelle ich mich auch wieder richtig gut an. Ja. Hat auch nicht anders verdient. Nö. Geh weg. Lass mich in Frieden.
So. Bisschen Munition ist wahrscheinlich für... Genau. Hallo? So. Ja, jetzt werde ich wieder ganz viel Spaß haben, hier runterzufallen. Normalerweise müsste ich das offscreen machen, damit das nicht so peinlich ist, ständig runterzufallen. Ja, genau. So, jetzt reicht's aber. So, jetzt machen wir mal hier richtig schön ordentlich. So. So. Und so. Ich könnte jetzt echt heulen. Jetzt springt er doch mal vernünftig hoch. Festhalten tut er sich auch nicht. Schnauze, du Blödsack. So. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Die Folge verlängert sich um eine halbe Stunde. So. Mit diesem Controller präzise zu zielen, ist aber auch... Ne? Ist schon eine Aufgabe. Einfach mal die Sicht von so hätte, aber naja. So, jetzt ganz vorsichtig. Ja. Schnauze. Also wie schon gesagt, das kann sich nur noch um Stunden handeln hier. Aber wie schon gesagt, der Controller, das ist auch so... Das ist jetzt nicht gerade ein PlayStation-Controller, ne? Oder Xbox. Ist so präzise Arbeit, das ist so nix. So, nochmal der ganze Spaß. Ne? Das ist auch ein schönes Geräusch. Ne, so... gehen oder so, nach links. Ja, machen wir so. Jetzt springt der Vollpfosten auch nach vorne, anstatt hoch. Also langsam werde ich sauer. Ich wusste gar nicht, dass es auch aus dem Stand rausgeht, dieser... Geht auch nicht, okay. Warum auch immer er den gerade gemacht hat. Ja, solange wir hier das probieren, sag ich mal. Wie geht's euch denn? So. Persönlich. Alles gut? Nicht? Ah, mir geht's auch schon ganz schlecht jetzt gerade. Also, tut mir leid, aber ich glaube, ich schließe gleich eben kurz einen anderen Controller an. Nur eben, dass ich da drüber komme. Ist ja schlimm. So viel Smalltalk kann man hier gar nicht machen. Aber wie schon gesagt, so präzise, das funktioniert irgendwie hier nicht mit dem Controller. Also jetzt drücke ich ganz leicht nach oben. Und jetzt geht es, also das, naja. Das
kann auch spaßig werden in dem Spiel, weil das ist ja natürlich noch leicht, sag ich mal. Ich versuch's mal so zu fahren. Okay, er macht's immer. Aber ich hatte jetzt Glück, dass er hochgegangen ist. So, damit schmilzt nämlich das Wasser. Das Eis. Wasser, haha. Okay, köchelt. Ui. Habe ich eigentlich noch Schaden? Nee. Ja, dann gehen wir doch mal in diese heißen Suppe. Das macht dem die überhaupt nichts. Guck, wie er sich da wohlfühlt. Weil ich kann irgendwie die Kamera überhaupt nicht drehen. So, jetzt sammeln wir die Banane noch ein. Da sind auch noch welche. Schwimmen wir doch erstmal da hoch. Ja, moin. So, wen haben wir denn hier? Ja. Falscher Knopf. So. Ja. Was müssen wir da jetzt wohl machen? Ich weiß es nicht. Haben sich auch was einfallen lassen. Die Echsen. Und das passiert, wenn man es falsch macht. Ja, soll uns nicht interessieren. So. Mal das Ganze. Also, wie ihr schon gesehen habt, die Reihenfolge ist wichtig, ne? Guter Job, Didi. Ich schnapp mir alle lila Bananen, die ich finde. Du findest mich im Tausch was. So. Ja, hab, hab. So. Ich nehme mal ein bisschen Munition. Nehme ich noch eben mit. Was kann man denn hier sonst noch? Guck mal, da haben wir doch noch. Nee, das waren gar keine roten. Ja, wen haben wir denn da? Ja. Den gibt's später. Wir gehen erstmal zurück. Ich glaube, das war's auch mit Diddy Kong. Hier, an dieser Stelle. Ist auch nichts mehr. Und da gehen wir wieder raus. So, damit haben wir jemanden befreit. Und zwar die gute Tiny Kong. Hallo, Tiny, auch du kannst dir 5 goldene Bananen und sowas alles, ne? Alles hier so
Standard. Ja, das erste, was wir jetzt erstmal machen. Ach, das kann die noch gar nicht. Ich habe nichts gesagt. Ups, Entschuldigung. Wir holen uns erstmal ein Instrument. Ja, kennen wir. Und es gibt ein Saxophon. So. Damit haben wir ein schniekes Saxophon. Aber wir nehmen jetzt erstmal Donkey Kong. Weil ich hatte da vorne gelbe Bananen gesehen. Kann man da nochmal hoch? War irgendwo eine Palme? War das diese Palme? Oh, nee. Oh, das passiert. Kein Problem hier, wir machen. Zack. So. So, wie wir gerade gesehen haben, hier sind auch überall gelbe Bananen. So. Ja, eigentlich wollte ich ja eine Folge Apex heute aufnehmen, aber das wollte mein PC irgendwie nicht. Okay. Ja, ich sag ja, das passiert noch öfter. Ne, mein PC wollte das irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Dann ist das halt so. Ne? Wenn der nicht will, dann geht's nicht. Also, heute kann ich auch wirklich gar nichts, wa? Richtig schlecht. Dazu sage ich nichts. So, jetzt aber. Es reicht. Es reicht mit dem schlechten Spielen hier. So. Genau. So. Schwingen wir mal ordentlich durch hier. Genau. Ist das noch nicht mal für Donkey Kong? Also hört ihr wohl auf zu lachen? Hallo? Das ist ja wohl nicht witzig jetzt. Freunde. So. So ja nicht. Ja. So ja nicht, du. So, hier. Diddy Kong, der hat das auch viel besser drauf. Der kann das. So. Hier, seht ihr? So. Und zack, geht die nächste Tür auf. Dann bleiben wir auf Diddy Kong, damit er seine roten Bananen auch kriegt. Und gehen einfach mal weiter. Okay, das ist alles nicht für uns. Aber ich glaube, hier können wir, ja, weil wir ja so viel Spaß haben mit dem Controller. Wow. Ja. So, ich glaube, wir gehen erstmal mit Donkey Kong rein. Seinem Vater. Es gibt nämlich einen neuen Trank.
So. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch einmal zurück, weil es so viel Spaß gemacht hat. Oh, hier ist noch ein Ballon. Und feines Licht. Also wie schon gesagt, mit dem Controller hier so feine Bewegungen auszuführen, das ist unmöglich. Ich bin auch am Überlegen, ob ich wirklich den Controller wechsle. Beim nächsten Mal. So, ich möchte nämlich noch mal gerne, ich weiß gar nicht, wo war denn das? Ja, da war das, so. Ich möchte nämlich noch mal gerne ganz an den Anfang, bevor ich das vergesse. Dann nehmen wir mit. So, hier haben wir jetzt auch diese ganz famose, genau, ganz famose Sache hier. Aber es gibt einen coolen Trick, den wir jetzt können. Ja, das wissen wir. Wir sind unverwundbar. Und zwar so lange, bis ich gewisse Sachen drücke. Oder bis diese Kristalle auf sind. Also bei Null angekommen. So. Weg mit dich. So, und damit haben wir schon mal die Blaupause. Moment. Besser ist das. Ja, damit haben wir schon mal die Blaupause von Donkey Kong. Und ja. Ja, scheiß drauf. Wir gehen jetzt weiter. Und spielen kurz auf der Bongo-Trommel. Yeah. So. Damit haben wir nichts zu tun. Hier sind zwar unsere Münzen. Aber auch damit habe ich nichts zu tun. Weiß gar nicht mehr, wie man das hier angehoben hat. Ich glaube, mit dem Stein, wa? Ja, auf jeden Fall will ich erstmal in den nächsten Bereich. So. Weil hier ist nämlich die 3. Ja. Da brauche ich nämlich nicht immer da über den blöden Weg laufen. Ja. Und dann geben wir Diddy Kong nämlich auch einen schönen neuen Trank. Natürlich. Jetzt können wir nämlich mit so einer Art Jetpack durch die Gegend sausen. Und das wollte ich schon immer mal. So. Hier hat doch bestimmt auch noch. Hat die schon Münzen? Eine, ja, das reicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich als nächstes hingehen möchte. Ich würde erstmal sagen, ich mache Schluss für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.